Seit 1950 wird hier von Graz-Puntigam ausgehend mit Stahl gehandelt. Der Werkstoff aus Eisen und Kohlenstoff wird zuvor auch gleich in die richtige Form gebracht, von starken Menschen und Maschinen. Wir machen Bewährungsbiegungen für Brückenbau und Hochbauten, Tiefbauten. Vor kurzem haben wir erst jetzt für Windräder gebaut. Der größte Teil des Stahls kommt vom einzigen Betonstahlwerk in Österreich, direkt aus Graz. Diese Baustahlmatten stammen aus Raber. Wir kommen von Baufirmen, die unsere Kunden sind, Pläne zur Verfügung gestellt, Statikerpläne, schneiden und biegen das Material nach den Plänen und wir liefern vorwiegend in die Steiermark. Auf Baustellen wird das verarbeitet und dann in Beton gossen. Also das ist einfach für jeden Objekt mit Beton ist der Betonstahl das Skelett. Wie viel Stahl wechselt denn von hier ausgehend den Besitzer? Geschnitten und gebogen sind wir bei ca. 10.000 Tonnen im Jahr. Wenn wir das Handelslager mitrechnen, sind wir bei 20.000 Tonnen im Jahr. Klingt viel, war aber schon einmal weit mehr. Auch der Eisenhandel steht aktuell vor wirtschaftlichen Herausforderungen. Von der Tonnage her sind wir mindestens 20% nach unten gegangen. Natürlich auch vom Personalstand. Wir haben ein paar Pensionsabgänge somit leichter verkraften können. Es ist leider Gottes vor allem im Hochbau gerade eine Flaute und die dauert jetzt schon eine Zeit lang und wir hoffen, dass mit dem Jahr 2025 die vorübergeht. Bis dahin braucht es buchstäblich Nerven aus Stahl. Es wird weitergearbeitet, gehandelt, geschnitten. Hier zum Beispiel Stabstahl. Von 80 cm bis 18 Meter. Ich kann zum Beispiel auf 40er Eisen schneiden, das ohne Mühe. Eine ziemliche Beißkraft. Genau so ist es, ja.